Der hat bestimmt eine Augenklappe, Junge. Come on. Hä? Ich würde sagen, rechts ist echt. Hä? Was? Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Team Lukas Kanal, Freunde. Ihr seht schon, wir sind hier heute mal wieder in Fortnite, werden aber gleich ein Fortnite-Quiz machen. Ich habe noch nie in meinem Leben ein Fortnite-Quiz gemacht. Das Ding ist, Leute, ihr wisst selbst, ich bin nicht so mega der Fortnite-Pro. Ich habe auch noch nicht ultra viele Skins so. Ich spiele Fortnite auch noch nicht so lange aktiv. Und ich werde mal schauen, wie gut werde ich in dem Quiz abschneiden. Ihr könnt dann gegen mich antreten. Vielleicht seid ihr ja besser als ich oder ich bin besser. Wir werden sehen, Leute. Wird auf jeden Fall sehr geil. Und viele wissen es noch nicht, Leute, ich habe seit kurzem einen Creator-Code in Fortnite. Und zwar Team Lukas. Gebt den gerne auf jeden Fall ein, würde mich mega freuen, Leute. Und damit könnt ihr mich eben kostenlos supporten. Ich würde sagen, wir starten ins Quiz rein. Let's go. So, Freunde, die Originalvideos sind natürlich in der Beschreibung. Das erste Quiz ist hier von Extra Gummy. Und ich bin mal sehr gespannt. Es geht hier auf jeden Fall darum, dass man die Spitzhacke des Skins erraten muss. Und, oh, ich muss mal kurz meine Cam anders platzieren. Okay, Freunde, hier würde ich sagen Skin A auf jeden Fall, oder? Das sollte eigentlich relativ entspannt sein. Genau, okay, ja, passt halt von der Banane her dazu, hätte ich jetzt einfach gesagt. Oh, jetzt wird's schwer für mich, Digga. Alter, warte mal, wo könnte der zu passen? Ich würde mal sagen, der passt zu Skin Nummer H. Oh, let's go, Digga. Alter, habe ich es richtig geraten. Der würde ich sagen, gehört zu Skin Nummer B. Oh mein Gott, hoffentlich ist es richtig. LOL, oh mein Gott, ich habe richtig geraten, Digga. Man kann das so ein bisschen erkennen, finde ich, vom Design her. Oh, das ist schwer. Ich sag mal Skin I, also der ganz rechts unten, würde ich mal jetzt tippen. LOL, Digga, ich habe alles richtig bisher. Krank, Mann. Oh, okay, der hat so Blümchen, der Skin. Skin D. Komm, der ist richtig. Skin D. Oh, Digga. Alter, ich bin absoluter Fortnite-Du und hab das sogar richtig. Wie kann das sein? Oh, jetzt ist schwer. Skin B. Nein, Skin F. F, F, F. Nein, was? Nummer E. Okay, RIP. Okay, das ist das Erste, was ich falsch habe. Alter, Junge, wozu gehört die C, sage ich jetzt einfach mal. C. G, den Skin. Habe ich nicht den sogar? Oder so einen ähnlichen? Ich weiß gerade gar nicht. Oh, jetzt wird's schwer. Okay, das ist ganz klar F. Skin F. Der hat auch so diese Disco-Optik, glaube ich. Ich glaube, das ist safe. Ja, let's go, Digga. Okay, bisher habe ich schon auf jeden Fall immer ein paar Punkte geholt. Okay, warte mal. Das ist Skin Nummer C. Yes, Digga, let's go. Okay, ey, ich finde, ich bin relativ gut dafür, dass ich nicht so viel Fortnite spiele. Okay, warte mal. I. Ach, Digga, ey, das ist schwierig gewesen. Das fand ich sehr schwer. Okay, das gehört zu Skin Nummer F. Also so, auf jeden Fall hier so eine Öko, keine Ahnung, so eine Öko-Frau oder so. Oh, was? Alter, was ist das für eine Spitzhacke? Nummer B? Keine Ahnung. Ey, Junge, was? Digga, okay, das ist schon schwierig jetzt. Vor allem, man hat so wenig Zeit, ne? D. Oh, Mann, Digga. Ey, ich raste gleich aus. Das ist sau schwer, Mann. Skin Nummer D. Come on, gönn. Ey, Digga, Mann. Übel. Digga, das ist übel schwer. Nummer H. Skin Nummer H. Come on, gönn, Bruder. Ja, Mann, Digga, let's go. Oh mein Gott. Ah, Nummer C. Ich glaube, wegen den Hasenohren und Osternbezug, ne? Ja, let's go. Habe ich gut erkannt, Leute, mit dem Schokohasen hier. Ich würde sagen, der passt zu Nummer B. Huh? Lol, oh mein Gott, den Skin kannte ich sogar einfach. Das ist Nummer G. Nummer G, sage ich euch. Weil, ja, ja, das ist safe, das ist safe. Huh? Was? Oh mein Gott. Jetzt gibt es ein Augenquiz als nächstes von Tusa DV, Leute. Ich bin mal gespannt auf jeden Fall. Also, welche Augen gehören zum Skin? Da würde ich sagen, das ist Nummer G. Ich glaube, das ist relativ klar, ne? Wegen diesen, das sieht man ja auch schon. Ja, genau. Easy. Aber das könnte bestimmt auch gleich ziemlich schwer werden. Ah, okay. Das ist dieser Ninja-Skin, ne? Wahrscheinlich Nummer D. Ja, let's go, Digga. Auch richtig. Harley Quinn ist das, oder? Ich weiß nicht. J. Ja, let's go, Digga. Okay, das hat man auch gut erkannt wegen der Schminke und so. Oh, okay, das ist schwieriger. Das ist schon echt mega schwierig. J. Ach, Digga, Mann, Alter. Das ist Nummer B. Wegen dieser Haarsträhne, glaube ich, ne? Weil die Haarsträhne, sieht man hier, die so reinhängt. Das ist safe B. Let's go. Sehr geil. Der hat bestimmt eine Augenklappe. Das ist B. Der hat bestimmt eine Augenklappe, Junge. Come on. Okay, der hat eine Sonnenbrille gehabt. Oh, B. Die hat bestimmt so eine coole Sonnenbrille. Oh Mann, Junge. Ey, da gibt es so viele Skins auch.
C. Ja, okay, nice. Immerhin hier haben wir auch nochmal einen Punkt. Let's go. Ich hoffe, Leute, schreibt mal, wie viele Punkte ihr am Ende hattet. Im Vergleich zu mir. Würde mich mal sehr interessieren. H. Das ist safe. Das ist H. Ja. Nice. Hat man gut erkannt, fand ich. Okay, das ist... Warte mal, was könnte das sein? D. Oh mein Gott. Alter, als ob ihr da sowas Rotes hat. Das ist... Puh, schwierig. A. Oh, im letzten Moment nochmal richtig. Sehr geil. Und warte mal, die hat so... Oh, das ist echt sehr schwer. B. Ah, Mann, Digga. Sau me. Es ist so schwierig. Ah, okay, das ist Nummer A. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das A ist. Von der Maske her erkennt man das, finde ich, ein bisschen. Hä? Junge! B. Das ist B, Digga. Ja, let's go, Digga. Ey, das ist eigentlich voll schwierig, aber wieso habe ich das erkannt? Okay, das ist Nummer G, würde ich sagen. Das, diese blasse Hautfarbe erkennt man das ziemlich gut, also G. Ja, das hat man an dieser Hautfarbe gut erkannt, fand ich. Ich glaube, das ist auch... Nee, das ist J. Ja, Mann, let's go, Digga. Okay, ey, ich bin eigentlich insgesamt relativ zufrieden, aber manchmal ist es echt mega random. Boah, hier ist auch schwer. Ich würde mal sagen A. Ich würde mal sagen A. Hä, Digga, was? Die nächste Challenge ist hier, errate den Skin, richtig oder falsch. Also es sind immer zwei Skins, auch von Tusa Divi. Und wir müssen immer erraten, welcher Skin ist der originale sozusagen, Leute. Und genau, ich schiebe mich mal nochmal ein bisschen hier nach außen, dass ich nichts verdecke. Und ich würde mal sagen, hier, also da kann ich wirklich echt nur raten, würde ich sagen, ist rechts der echte. Oh ja, war richtig, Leute. Okay, Leute, also welcher ist hier der richtige? Links. Okay, war nur geraten. Gar nicht gesehen, was da anders war. Ah, okay, da oben ist das rechts so auf. Ich würde sagen, der echte Skin ist der rechte. Ah, Mann, Digga. Okay, hier war es tatsächlich falsch. Oh, mega schwer. Ich würde sagen, der linke sieht besser aus. Deswegen der linke ist der echte. Was? WTF. Oh, ich glaube, die hatten wir sogar eben. Ich glaube, da ist der linke der echte. Ja, nice. Let's go, Digga. Ja, das auch. Das macht echt Bock, muss ich sagen. Also ein T-Shirt. Ich würde sagen, rechts ist der echte. Ja, let's go. Das ist so zerrissen, das fand ich irgendwie ein bisschen mehr legit. Oh, Alter, welche Farbe hat der? Ich würde sagen, der echte ist rechts. Ja, let's go, Mann. Oh, den habe ich sogar. Der echte ist links. Let's go. Easy, Digga, dann habe ich sogar den Skin. Ja, das wusste ich. Sehr, sehr geil. Oh, hat der so einen Bär oder so einen Lama? Ich glaube, so ein Lama eher. Also, ich würde sagen, rechts ist echt. Huh, was? Ja, perfekt, Mann. Okay, warte, was ist hier echt? Links ist echt. Nein, Junge, Mann. Oh, sogar drei Stück. Ah, den hatten wir doch auch eben. Das ist, glaube ich, der rechte echt mit dem weißen Anzug. Nein, der in der Mitte mit einem grauen. So, welche Haarfarbe? Boah, ich würde sagen, schon so rothaarig. Ganz links. Ja, let's go. Boah, okay, ich würde sagen, entweder die Mitte oder rechts. Ich würde eher sagen, der ganz rechte. Ja, Mann. Oha, ich bin übel gut. Boah. Ganz rechts. Oh, let's go. Was geht, Mann? Oh, hier, Travis. Oh, er hat, sagen, in der Mitte, oder? So ein bisschen Muskeln hat er. Ja, in der Mitte war richtig. Lol, der ist übel lustig, der Skin. Den kenne ich auch gar nicht. Da würde ich sagen, dass der linke, ganz links, echt ist. Oh mein Gott, Digga, ja, alles richtig. Ganz rechts, würde ich sagen, mit dem blauen eher, oder? Ja, what? Oh, Amazon bestimmt nicht. Ich würde sagen, in der Mitte. Nee, okay, ganz links, lol. Das ist auch sehr, sehr schwer. Ich würde sagen, ganz links. Nee, okay, jetzt war's der in der Mitte. Ah, der hat bestimmt die Hörner nach oben, in der Mitte. Digga, als ob der so die Hörner nach unten hat oder so. Ja, in der Mitte war richtig. Let's go. Ja, Leute, das war's auf jeden Fall mit dem Quiz. Schreibt mir mal rein, habt ihr mehr richtig gehabt als ich? Ich würde sagen, wir sehen uns. Und ciao, ciao.